Und zwar habe ich mir was besorgt, da ich so ein altes, geflattertes Ding habe. Und so mein jetziges Headset. Die Gebrauchsspuren sieht man ja schon eindeutig. Oder hier, da geht schon das Zeug ab. Aber gute von Philips, die funktionieren auch einwandfrei. Das sind meine bis jetzigen Gaming-Kopfhörer, Headset, was ich habe. Und jetzt kommt das eigentliche. Jetzt packen wir die anderen dann schnell weg. Ein richtig geiles von Sades. So, scharfe Handy, danke. Gaming-Headset. Genau. So, und hier sehen wir dann halt, man kann es an Controller anschließen für die Konsole, also sprich PlayStation oder Xbox. Stereo-kompatibel, aber hat 1.5 Surround Sound. Das heißt, man kann es auch mit Stereo, also ans Handy anschließen und Musik hören. So wie ihr da seht, Movie bzw. Headphone. Ja, ein richtig schnickisch feines Ding. War nicht gerade teuer, muss ich sagen. Ich lasse euch jetzt einfach mal so ein paar Infos zukommen. Und zwar sehen wir dann hier die Spezifikationen von dem SA810. 350 Gramm nur. Also sollte auch nicht schwer sein. Ja. Ich würde sagen, wir packen es jetzt einfach mal aus. Ja, und damit haben wir dann auch schon mal dieses. Ja, und damit haben wir dann auch hier einmal die Stecker für den Surround Sound. Man muss die halt anschließen. So, ich stelle mal scharf, die steht da bestimmt drauf. Ach, Handy. Da steht natürlich auch wieder Sades drauf. Ganz klare Sache. Auf jeden Fall brauchen wir dafür einen 5 und 1 Sound. Natürlich, dies war ja klar, ne? Also Beschreibung und man wollen ja nur anschließen und los geht's. Ne? Also ist heutzutage nicht schwer. Hier haben wir auch schön Leder eingearbeitet. Also es ist richtig fest, ist das sogar. Also soll auch ein bisschen halten. Die Ohrmuscheln sind natürlich auch ganz geil. Schön weich gepolstert, Leder ausgestattet. Richtig geil, also schön weich und passt auch direkt richtig übers Ohr. Also ist nicht gerade klein, die Muschel. Ja, und dann hier natürlich die schicke Verarbeitung. Das sieht einfach mega aus. Mega eh. So, genau. Und Autofokus vom Handy ist nicht ganz so. Muss ich mal wieder drauf drücken. So, rechte Seite, alles klar. So, wenn das rechts ist, mit einmal da ging es, also doch so. Dann kann man das doch jetzt. Okay, dann ist das auch falsche Richtung. So. Dann haben wir natürlich einen richtigen Winkel, um das hier aufzustellen. Mehr geht nicht. Also, das heißt, wenn man jetzt so davor sitzt, hat man es fast unten an der Gurgel hängen. Aber ansonsten macht man es einmal wieder ein bisschen hoch. Wenn man das da. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mit dem Mikrofon, ob das vielleicht so ein bisschen an Standmikrofon ranhalten kann von Rode oder von Auna. Ja, genau. So, dann wollen wir uns mal gucken, die Öffnung an. Dann halt nur. Nee, stell doch mal scharf, Mensch, du Scheißding. Ja, schönes kleines. Also sieht futuristisch aus. Schwer ist es jetzt wirklich nicht. Es ist wirklich leicht. Ich hatte ja das G40 oder G4, keine von Logitech, dieses. Ihr wisst, denke ich mal, welches ich meine. Das Unboxing, was ich schon mal hatte. Ja. Hier haben wir dann halt den Stecker für. An und aus. Also denke mal fürs Mikrofon und Lautstärke kann man hier machen, also nicht mal an den Kopfhörern. Sehr futuristisch irgendwie das Ganze, aber die Farbe ist richtig geil, die Verarbeitung finde ich auch klasse. Und die Schnur, die besteht ja heutzutage auch aus den meisten, die die Mäuse oder Tastatur haben, die haben auch dieses. Stell mal scharf. Ja. Dieses Kordelband ähnliche. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall robust als so. Das sieht so nackt aus hier, so einfach dieses Plastikgedönse. Ja. Dann haben wir noch lieber hier und der Stecker ist auch eingepackt.
Ja, heute den Sack Sardis und der Stecker ist auch geschützt, mit so einem, damit da nicht an den Kontakten irgendwie was passiert. Und dann halt hier natürlich die Marke drauf. Ja, ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, das Unboxing, lasst doch mal einen Daumen da, schreibt mal was in die Kommentare. Und ja, das ist das Headphone. Headphone, das Gaming Headset von Sardis SA810. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Die haben richtig schöne Produkte da auf Lager. Macht auf jeden Fall Fun. Und genießt den Sound, der ist nämlich geil. So, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Vio Sessions. Ciao mit V. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports, grüßt euch euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Virus Visions. Ciao, bitte auf.